So, herzlich willkommen. Heute kommen wir zu einem Thema zurück, das ich schon mehrmals angerissen hatte und immer darauf verwiesen, dass wir uns später damit beschäftigen werden, nämlich die Frage nach der Komplexität natürlicher Sprache und überhaupt dem ganzen formalen Rahmen, in dem man sich im Zusammenhang mit formalen Sprachen mit Komplexität beschäftigt. Wir hatten ja eine Motivation dafür, dass wir uns mit kontextfreien Grammatiken für Syntax beschäftigt haben, weil die, dass reguläre Ausdrücke Grenzen haben, also dass sich mit regulären Sprachen nicht alle interessanten Strukturen beschreiben lassen, insbesondere, dass sie nicht für natürliche Sprache geeignet sind. Ich hatte damals behauptet, dass insbesondere Klammerstrukturen nicht von regulären Ausdrücken erkannt werden können, also keine regulären Sprachen sind, zumindest im Allgemeinen. Also ich hatte das motiviert, wenn Sie versuchen, einen regulären Ausdruck zu schreiben, der Klammerstrukturen erkennt und eben nur korrekt geschachtelte Klammerstrukturen akzeptiert, dann stellen Sie fest, dass es einfach nicht funktioniert. Also Sie kriegen es nie hin, Sie finden immer ein Gegenbeispiel, wo eine Klammerstruktur nicht erkannt wird, oder eben eine falsche Struktur, Klammerstruktur von dem regulären Ausdruck auch akzeptiert wird. Das ist natürlich kein Beweis, dass es keinen gibt. Das könnte ja auch einfach daran liegen, dass Sie sich nicht gut genug oder dass wir uns nicht gut genug damit auskennen und man irgendeinen sehr komplexen Ausdruck finden könnte, der doch die Klammerstrukturen beschreibt. Heute wollen wir uns jetzt also damit beschäftigen, hier einen formalen, wie man da einen formalen Beweis führen kann und nachweisen, dass diese Klammerstrukturen tatsächlich eben nicht regulär sind und uns dann auch nochmal anschauen, ob es denn tatsächlich solche Strukturen in der natürlichen Sprache gibt, also wie man diesen Beweis auch auf natürliche Sprache übertragen kann, denn letztlich, wenn wir einen Parser für eine Programmiersprache schreiben wollen, dann brauchen wir die Klammerstrukturen natürlich, aber wenn natürliche Sprache keine solchen hierarchischen Strukturen enthält, dann ist es auch nicht erforderlich, dass wir die beschreiben können. Dann wären vielleicht doch reguläre Sprachen, reguläre Ausdrücke ausreichend als Grammatik gewesen für natürliche Sprache. Immer wenn Sie einen mathematischen, formalen Beweis führen wollen, es nachweisen wollen, dann sollte man das Problem so weit wie möglich vereinfachen. Also hier geht es bei dem Beweis nicht darum, eine allgemeine Aussage über das Verhältnis von regulären Sprachen und zum Beispiel kontextfreien Sprachen zu machen, sondern wir wollen ja nur zeigen, es gibt interessante Sprachen, formale Sprachen, die nicht regulär sind, die sich nicht durch einen regulären Ausdruck beschreiben lassen. Also brauchen wir hier eigentlich nur für ein Gegenbeispiel nachweisen, dass die Sprache nicht regulär ist. Und da wir eben drauf gekommen waren, es sind offenbar die Klammerstrukturen, die problematisch sind, möchte man diese Klammerstruktur noch so weit wie möglich vereinfachen. Deswegen, wir hätten ja also auch die Sprache aller zulässigen Klammerstrukturen oder die Sprache aller zulässigen arithmetischen Formeln nehmen können, aber das würde es unnötig komplex machen. Also da den Nachweis zu führen, ist sicher schwieriger, als wenn wir es auf die einfachstmögliche Klammerstruktur reduzieren. Und die einfachstmögliche Struktur war die, dass man eigentlich den Ausdruck, den man hat, einfach nur überflüssige Klammern setzt. Also entweder ein Klammerpaar oder zwei Klammerpaare oder drei Klammerpaare. Und um das noch ein bisschen leserlicher zu machen, nennt man dann die öffnenden Klammern A und die schließenden Klammern B. Also das ist eine reine Frage der Lesbarkeit, um nicht Klammern als Objektzeichen zu haben. Und das X in der Mitte, den eigentlichen Ausdruck, den lassen wir auch weg, auf den kommt sie auch gar nicht an. Und damit kann man dann auf Wörter der Form a hoch n, b hoch n. Also das einzige Kriterium ist jetzt noch, dass die Anzahl der schließenden und offenen Klammer gleich sein muss. Das ist also die einfachstmögliche Sprache, die das Wesentliche an solchen Klammerstrukturen mit diese hierarchische Verschachtelung, diese rekursive Verschachtelung von Klammerpaaren wiedergibt. Und diese Sprache soll unser Gegenbeispiel sein. Normalerweise ist es relativ leicht, mit einem Gegenbeispiel irgendwas nachzuweisen. Da reicht ja das eine Gegenbeispiel. Das Problem hier ist, dass wir zeigen wollen, dass dieses Gegenbeispiel keine reguläre Sprache ist. Und das können wir dann dadurch zeigen, dass wir nachweisen, es gibt keinen regulären Ausdruck, der diese Sprache beschreibt. Also wenn jetzt jemand behaupten würde, er hätte einen regulären Ausdruck für diese Sprache, dann ist es natürlich leicht, ein Gegenbeispiel zu finden. Dann probieren wir verschiedene Wörter durch. Vielleicht a hoch 42, b hoch 42. Und wenn es dann nicht erkannt wird oder halt ein falsches Wort erkannt wird, dann haben wir das klar. Dann haben wir gezeigt, dass das nicht die Lösung ist.
Aber hier müssen wir zeigen, dass es überhaupt keinen geben kann, dass also jeder mögliche reguläre Ausdruck nicht diese, genau diese Sprache beschreiben kann. Wichtig ist natürlich genau die Sprache. Also es genügt nicht zu zeigen, dass der reguläre, also es ist natürlich sehr leicht, einen regulären Ausdruck zu formulieren, der all diese Klammerstrukturen A hoch N, B hoch N, alle Wörter erkennt. Akzeptiert, das wäre der Ausdruck A plus B plus. Das Problem ist, dass der auch ganz viele andere Sachen akzeptiert, die natürlich nicht zu der Sprache gehören sollen. Also es geht nie darum zu zeigen, der erkennt nicht genug, sondern meistens muss man auch zeigen, der erkennt vielleicht alle, aber er akzeptiert dann auch falsche Wörter. Und das wird generell unsere Stoßrichtung zu zeigen, also nicht versuchen, ein Gegenbeispiel zu finden, ein Wort aus der Sprache, das nicht erkannt wird, sondern eher zu zeigen, dass es Wörter gibt, die nicht zur Sprache gehören, aber trotzdem akzeptiert werden. Genau, und wir müssen es jetzt aber generell irgendwie nachweisen, dass es also, egal wie komplex der Ausdruck ist, den sich jemand ausdenken könnte, dass der trotzdem nicht genau die Sprache beschreiben wird. So. Wenn man das versucht mit regulären Ausdrücken, man kann es tatsächlich direkt auf Ebene von regulären Ausdrücken machen, das ist aber relativ schwierig, also formal relativ schwierig, dann den Beweis zu führen. Da können wir uns aber die Äquivalenz von regulären Ausdrücken und endlichen Automaten zunutze machen. Also wir hatten ja damals, als wir die Automaten eingeführt hatten, hatte ich Ihnen doch erklärt, dass endliche Automaten und reguläre Ausdrücke äquivalent sind, in dem Sinn, dass jede reguläre Sprache, also jede Sprache, formale Sprache, die durch einen regulären Ausdruck beschrieben wird, durch einen geeigneten endlichen Automaten erkannt werden kann. Also, dass der Automat genau die Wörter akzeptiert, die zu der Sprache gehören. Wenn wir bei dem Beispiel hier unten bleiben, das A plus B plus würde durch einen Automaten erkannt, der so aussieht, also ein A, dann beliebig viele weitere A's mit der Schleife, dann kommt irgendwann ein B und dann beliebig viele weitere B's mit der Schleife, das wäre dann der Endzustand. Und das lässt sich nachweisen, wir haben damals den formalen Beweis bzw. das Konstruktionsverfahren noch nicht diskutiert, da kommen wir im Sommersemester nochmal kurz drauf zurück, aber ich hatte Ihnen gesagt, dass man eben zeigen kann, dass es ein Konstruktionsverfahren gibt, das aus einem beliebigen regulären Ausdruck einen endlichen Automaten machen kann. Damit kann man eben zeigen, dass die endlichen Automaten genau, also alle regulären Sprachen erkennen können. Es wäre natürlich immer noch denkbar, dass die mächtiger sind, dass die also auch weitere Sprachen definieren können. Ein Automat definiert ja eine formale Sprache als die Menge aller Wörter, die der Automat akzeptiert. Das kann man, da gibt es aber auch einen Beweis, der ist etwas komplizierter, den werden wir uns nicht anschauen, mit dem gezeigt wird, dass zu jedem endlichen Automaten äquivalenter regulärer Ausdruck gefunden werden kann. Und das heißt, reguläre Ausdrücke und endliche Automaten sind völlig austauschbar. Wenn die Sprache regulär ist, wenn es also einen regulären Ausdruck gibt, der die Sprache beschreibt, dann muss es auch einen endlichen Automaten geben. Also deswegen können wir jetzt in unserem Versuch nachzuweisen, dass diese Klammersprache nicht regulär ist, ganz auf endliche Automaten konzentrieren. Und das hatte ich ja schon gesagt, die Grundidee ist eben, wir werden versuchen nachzuweisen, dass ein Automat, der alles, was in der Sprache zur Sprache gehört, akzeptiert, auch noch andere Wörter akzeptieren muss, die eigentlich nicht zur Sprache gehören. So, und da, Sie haben ja gerade schon ins Handout reingeschaut. Also angenommen, ich komme jetzt und würde behaupten, man kann sich das immer sehr schön als so eine Art Wettkampf vorstellen, bei dem der Gegner behauptet, das ist eine reguläre Sprache und dann ein Automat vorschlägt, der die Sprache erkennen soll und dann Sie nachweisen wollen, das ist falsch, also ein Gegenbeispiel suchen, dass der Automat was falsch macht, ein Wort nicht erkennt oder zu viele erkennt. So, und ich behaupte jetzt mal, dass dieser Automat die Sprache A hoch N, B hoch N erkennt. Wenn Sie das überprüfen wollen? Nein, weil der im Fall, dass N gleich 4 ist, da kommt man dann nicht rum. Haben Sie schon, genau, haben Sie gleich erkannt. Das könnte ich jetzt natürlich reparieren, indem ich da einfach, also ich kann jedes Gegenbeispiel, das Sie mir, das ist auch eine Schwierigkeit an diesem, deswegen ist es relativ so ein bisschen formal und schwierig,
den Nachweis zu führen, weil ich natürlich jedes Gegenbeispiel, das Sie bringen, relativ leicht reparieren können. Ich könnte jetzt einfach Ihren Pfad einbauen mit 4 Schritten A und 4 Schritten B und dann würde er auch dieses akzeptieren. Dann müssten Sie wieder das nächste suchen. Also man kommt in so eine Art Rüstungswettlauf dabei leicht rein. Deswegen werden wir jetzt versuchen, ein anderes Kriterium zu finden, was sich eben zu dem allgemeinen Nachweis führt. Aber Sie haben völlig recht. Ich habe diesen Pfad weggelassen, weil der Automat sonst sehr unübersichtlich geworden wäre. Gut, aber ich weiß nicht, ob Sie sofort gesehen haben. Was man machen kann, ist natürlich, wenn man es überprüfen will, kann man mal anfangen und probiert die Wörter durch, ob er die überhaupt akzeptiert. Also A, B wird mit diesem Pfad akzeptiert. A, A, B, B mit diesem Pfad. 3, A, 3, B mit diesem Pfad. 4, A, 4, B leider nicht. 5 A, 5 B, also A, 5 B, wird allerdings wieder akzeptiert. Und zwar mit diesem Pfad, den muss ich jetzt animiert darstellen, weil wir dabei eben Zyklen durchlaufen. Deswegen ist, wenn Sie es nur so sehen, ist nicht ganz klar, wie der Pfad eigentlich abgelaufen ist. So, sehen Sie, was das Besondere an einem Zyklus ist bei dem Automaten? Also warum dieser Pfad eigentlich nochmal was gegenüber den anderen Pfaden eine Besonderheit hat durch den Zyklus. Den kann man halt beliebig oft durchlaufen und somit für beliebig hohe Werte komplett erreichen. Genau, das ist die Sache. Also sobald ich einen Zyklus habe, kann der Automat den Zyklus beliebig oft durchlaufen, weil der Automat kein Gedächtnis hat. Man sagt ja oft auch, ein ähnlicher Automat ist eben ein Algorithmus ohne Gedächtnis. Er hat keine Variablenspeicher, dass er sich irgendwas merken kann, sondern er weiß nur, in welchem Zustand er sich befindet. Er weiß auch nicht, was vorher verarbeitet wurde. Das heißt, wenn der Automat in diesem Zustand ist, sagen wir, wenn er in dem Zustand ist, dann weiß er nicht, ob er direkt vom Startzustand hierher gekommen ist oder diesen Zyklus schon einmal durchlaufen hat oder zweimal oder dreimal oder viermal. Sprich, wenn ich jetzt das Wort A hoch n, A hoch 5, B hoch 5 wird akzeptiert, indem einmal dieser Zyklus, einmal dieser Zyklus durchlaufen wird. Ich kann aber genauso gut diesen Zyklus zweimal durchlaufen. Wenn der Automat hierher kommt, kann er sich nicht erinnern, ob der Zyklus ein- oder zweimal oder gar nicht durchlaufen würde. Das heißt, die Anzahl dieser Durchläufe ist unabhängig von der Anzahl vorne und damit kriege ich natürlich leicht Wörter, werden Wörter akzeptiert, die entweder mehr A's als B's enthalten oder mehr B's als A's, also eigentlich immer um 4 mehr, also 9 A's, wenn ich den Zyklus nochmal durchlaufe, 13 A, 17 A und genauso kann ich noch 5 B, 9 B, 13 B, 17 B und so weiter akzeptieren. So, und genau das ist die Grundidee für den allgemeinen Beweis. Wenn wir zeigen können, dass jeder Automat, um die Sprache zu akzeptieren, irgendwo mal einen Zyklus durchlaufen muss, natürlich nicht für jedes Wort. Also wir haben ja hier die Wörter A, B, A Quadrat, B Quadrat, A hoch 3, B hoch 3, die wurden ohne Zyklus akzeptiert. Aber bei hinreichend langen Wörtern muss der einen Zyklus durchlaufen. Wenn wir also zeigen können, dass jeder Automat, egal wie komplex der ist, irgendwann mal einen Zyklus durchlaufen muss, dann wissen wir, dass dieser Zyklus beliebig oft wiederholt werden kann und dadurch entstehen zusätzliche Wörter, die der Automat auch akzeptieren muss. Und wir müssen dann im zweiten Schritt nachweisen, dass bei diesen Wörtern irgendwas dabei ist, was nicht zu der Sprache gehört. Und deswegen, wir schauen gar nicht erst, also wir gehen mal davon aus, der vorgeschlagene Automat muss natürlich alle Wörter in der Sprache akzeptieren, sonst können wir ihn ziemlich leicht aussortieren, wie Sie jetzt das Gegenbeispiel A, 4, B auf 4 gefunden haben. Und der allgemeine Beweis wird sein, wenn der Automat alle Wörter A hoch N, B hoch N akzeptiert, dann muss er dazu irgendwo einen Zyklus durchlaufen und bei diesem Zyklus kann ich dann den entsprechenden Teil wiederholen. Man nennt sowas auch aus mir nicht ganz klaren Gründen Pumpen, dieses Teilwortes. Und wie man hier ja sieht, beim Pumpen des Teilwortes entstehen Wörter, die eben nicht mehr dieser Klammerstruktur entsprechen, die nicht mehr zur Sprache gehören. Gut. Ich behaupte, dass
ein Zyklus immer durchlaufen werden muss, da kann man ganz rein quantitativ argumentieren. Also, übrigens, wir gehen jetzt immer davon aus, dass der Automat, um den es geht, der vorgeschlagen wird von unserem Gegner, der deterministische Automat ist. Sie wissen ja, wir können jeden nicht-deterministischen Automaten in äquivalenten deterministischen umwandeln. Dadurch machen wir uns da einfach den Beweis leicht. Also Mathematiker schreiben da immer OBDA, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, gehen wir davon aus, dass der Automat deterministisch ist. Das bedeutet, wenn es nicht der Fall ist, dann kann man das in einer Weise, die jedem klar ist, entsprechend anpassen. So. Das Argument geht drüber über die Länge des Pfades. Also ein Wort wird ja um ein Wort zu akzeptieren, muss der Automat einen Pfad durchlaufen, der von einem Anfangszustand zu einem der Endzustände führt und dabei eben genau als Label die Zeichen des Wortes verbraucht. Die Argumentation geht über die Länge des Pfades. Beim deterministischen Automaten wird ja bei jedem Zustandsübergang genau ein Zeichen eingelesen. Das heißt, wir wissen genau, wie lang der Pfad ist für das Wort a hoch n, b hoch n. Das besteht aus 2n-Zeichen, also muss der Pfad genau 2n-Übergänge enthalten. Das ist unsere Grundidee. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass bei 2n-Schritten irgendwann ein Zyklus durchlaufen werden muss. Da kann man sich überlegen, wie sieht denn ein Pfad aus, der keinen Zyklus enthält. Kein Zyklus bedeutet, ein Zyklus entsteht ja immer dann, wenn ich auf dem Pfad zweimal zum gleichen Zustand komme. Das ist sozusagen der Knotenpunkt des Zyklus. Das heißt, wenn ein Pfad keinen Zyklus enthalten soll, muss bei jedem, muss er immer in einen neuen Zustand kommen. Darf kein Zustand zweimal durchlaufen werden können. Und wenn ich nun einen Automaten habe mit k-Zuständen, dann kann ich auch höchstens einen Pfad der Länge k bzw. k-1 haben. Ich habe einen Startzustand und für jeden Schritt wird dann noch ein weiterer Zustand. Das heißt, wenn ich einen Pfad der Länge n habe, dann habe ich n plus 1 Zustände, die berührt werden. Und da kein Zustand dabei doppelt vorkommen darf, kann ich eben bei k-Zuständen höchstens einen Pfad der Länge k-1 durchlaufen, ohne einen Zyklus zu haben. Es gibt natürlich auch kürzere Pfade mit Zyklus und es kann sein, dass es schon notwendig wird, aber ich weiß, wenn der Pfad mindestens die Länge k hat, also das Eingabewort mindestens die Länge k hat, dann muss da ein Zyklus da sein. Der Grund, warum ich hier von k spreche, ist, dass wir ja den Beweis für jeden beliebigen Automaten führen müssen, den unser Gegner vorschlägt in dem Spiel. Deswegen können wir nicht sagen, der Automat hat 20 oder 100 Zustände. Wir wissen nicht, wie viele Zustände das hat. Wir müssen ja auf jeden Automaten gewissermaßen reagieren können. Das gelingt so, wenn wir sagen, wir wissen, dass es eine endliche Anzahl von Zuständen ist. Es ist ein endlicher Automat. Also gibt es irgendeinen Wert k. Und für jedes k, das vorgeschlagen wird, also je nachdem, wie groß k ist, können wir natürlich jetzt ein Eingabewort finden, bei dem Zyklus durchlaufen werden muss. Nämlich ein Eingabewort, das mindestens die Länge k hat. Also für unser konkretes Beispiel könnte das Eingabewort im Wesentlichen a hoch k halbe, b hoch k halbe sein. Wenn k ungerade ist, dann müssen wir halt nochmal aufrunden. Aber damit würden wir ein Eingabewort haben, das ziemlich genau die Länge k hat. Und dann wissen wir, dass dann Zyklus auftreten muss. Wir wissen sogar noch mehr, also das ist nachvollziehbar. In meinem Studium haben die es immer den Schubladenbeweis, glaube ich, genannt. Also wenn ich irgendwie 10 Briefe habe und zehn Unterhosen und nur 9 Schubladen, dann müssen in irgendeiner Schublade 2 Unterhosen liegen, so ähnlich war die Argumentation. Wir können sogar noch mehr sagen, wenn dieses Wort nämlich viel länger als K-Zeichen ist, wissen wir aber trotzdem, dann kann es sein, dass es mehrere Zyklen gibt, aber wir wissen, der erste Zyklus muss innerhalb der ersten K-Zeichen durchlaufen werden. Denn in den ersten K-Schritten habe ich ja schon, nach dem K-Schritt habe ich K plus 1 Zustände besucht, die können nicht mehr alle verschieden sein, also muss innerhalb der ersten K-Zeichen von Wort ein Zyklus auftreten. Das ist deswegen wichtig, weil es uns den Beweis nachher stark viel leichter machen wird, wenn wir diese zusätzliche Bedingung wissen.
Genau, und das ist also Zusammenfassung für dessen, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ja, und wie schon gesagt, sobald wir einen Zyklus gefunden haben, dann kann ich das Teilwort, das diesem Zyklus entspricht, beliebig oft wiederholen, was als Pumpen bezeichnet wird. Wir wissen jetzt aber auch, dass dieses Teilwort innerhalb der ersten K-Zeichen liegen muss. So, damit haben wir eigentlich alle Bestandteile, die wir brauchen. Jetzt können wir diese Überlegung noch abstrakt, mathematisch als Formel, als mathematischen Satz oder mathematisches Lemma formulieren und dann anwenden, um für konkrete Sprachen einen Widerspruchsbeweis zu führen. Dieses Lemma wird Pumping-Lemma genannt, eben weil man das als Pumpen bezeichnet, als Pumping, dieses Wiederholen. Und es ist folgendermaßen formuliert. Das ist jetzt eine gewisse Abstraktion, da das jetzt mathematisch formuliert wird, auf der Ebene formaler Sprache und nicht mehr in der Argumentation mit einem endlichen Automaten. Das Pumping-Lemma ist kein Lemma, das nachweist, dass eine Sprache nicht regulär ist direkt, sondern es ist ein Lemma, das eine Aussage macht über Strukturen in regulären Sprachen, dass eben bei regulären Sprachen ab einer gewissen Wortlänge gewisse Wortteile gepumpt werden können. Und das zeigt, das ist nämlich auch ein Kern der einfachen Struktur, die reguläre Sprachen haben. Also es geht darum zu erfassen, war reguläre Sprachen sind relativ einfach, was macht eigentlich die Einfachheit dieser Sprachen aus? Und es sind genau diese regelmäßigen Strukturen, die das Pumping-Lemma beschreibt. Ich hatte ja schon gesagt, man kann sich den ganzen Prozess, wie wir nachher den Beweis führen wollen, auch so ein bisschen ein Spiel zwischen Gegner und uns vorstellen, wobei der Gegner nachweisen will, die Sprache ist regulär und wir wollen dann irgendwie den Gegenbeweis führen. Vielleicht hilft es, Sie können schon mal denken, in diese Richtung denken. Das Pumping-Lemma ist sozusagen der Gegner, das eine Aussage macht über reguläre Sprachen und letztlich leiten wir aus dieser Behauptung, die Sprache sei regulär, den wir sagen. Aber es ist besser, wenn wir das mit diesem Wettstreit nochmal zurückstellen, bis wir tatsächlich zum Widerspruchsbeweis kommen. Und also das Pumping-Lemma, mathematisch formuliert, für jede reguläre Sprache A gilt Folgendes, nämlich, um es vorwegzunehmen, dass hinreichend lange Wörter gepumpt werden können. So. Hinreichend lang heißt Wörter, die mindestens die Länge K haben. Das Wesentliche ist, dass wir eben nicht wissen, wie lang K ist. Das hängt von der Sprache ab und wir wollen es auch gar nicht berechnen. Also wenn Sie eine konkrete Sprache haben, dann können Sie eine konstante K berechnen, indem Sie einen geeigneten kleinsten Automaten finden, der die Sprache erkennt, oder irgendeinen Automaten finden, der die Sprache erkennt und dann schauen, wie viele Zustände der hat. Das Wichtige ist aber, dass wir das eben nicht wissen müssen. Deswegen gelingt der allgemeine Beweis, weil unser Beweis nachher für jeden beliebigen Wert k funktionieren wird. Also immer da, wo wir den konkreten Wert nicht wissen, sagt das Lemma aus, es gibt eine konstante k. Und wir werden das gleich nochmal in anderen Kontext auch haben. So, und die Behauptung ist jetzt ja, das Lemma ist, für jedes Wort, das mindestens k Zeichen hat, muss der Automat, ein Automat, der die Sprache erkennt, einen Zyklus durchlaufen und damit gibt es einen Teil des Wortes, der gepumpt werden kann. So, also ist auch wichtig, sich klar zu machen, wo hier sozusagen ein Wert gewählt wird oder ein bestimmter unbekannter Wert vorliegt, nämlich die Konstante k, und wo eine allgemeine Aussage gemacht wird. Also erstmal die allgemeine Aussage, es gilt für jede natürliche Sprache. Für diese Sprache A, gegeben irgendeine reguläre Sprache A, gibt es dann irgendeine Konstante K, also da gibt es irgendeinen nicht bekannten Wert. Wenn ich diesen Wert habe, dann gilt wieder für jedes Wort Z, das eine hinreichende Länge hat. Also hier ist es völlig unerheblich, dass die Aussage nicht, es gibt irgendein Wort Z, für das das gilt, sondern für jedes Wort Z, das mindestens diese Länge hat, gilt es folgende. Wenn Sie an letzte Woche zurückdenken, im Prinzip ist die Aussage für alle natürlichen, also man kann es eigentlich mit diesen Quantoren ausdrücken, für alle regulären Sprachen A gilt, es gibt eine Konstante K und gegeben diese Konstante K gilt dann wieder für alle Wörter Z mit hinreichender Länge
Und jetzt kommt wieder das Umgekehrte. Nämlich, dass es für jedes dieser Wörter irgendwo, also jedes dieser Wörter wird in dem Zyklus erkannt, also muss es ein Teilwort geben, das gepumpt werden kann. Hier ist es aber wieder so, dass wir nicht wissen, wo der Zyklus stattfindet. Also wir wissen ja nicht, der kann am Anfang sein, der kann genau bis zum Kartenzeichen gehen, der kann die komplett ersten Kartenzeichen umfassen, der kann irgendwo zwischendrin liegen, das hängt ja völlig von dem spezifischen Automaten ab, den wir da hätten, um die Sprache zu erkennen. Deswegen wissen wir nicht, wo das Teilwort liegt. Also hier wissen wir nur, es gibt so ein Teilwort, das gepumpt werden kann, aber wir wissen nicht, wo es liegt. Okay. Wenn Sie das Pumping-Lemma noch nie gesehen haben, dann werden Sie diese Formulierung jetzt extrem verwirrend und kompliziert finden. Die Aussage ist nämlich, es gibt für hinreichend lange Z eine Zerlegung Z gleich UVB, also in eine Konkatenation von drei Wörtern UV und B, wobei hier das V nicht leer ist, nicht das leere Wort ist, und die Gesamtlänge von U und V höchstens K-Zeichen beträgt. Kann mir das jemand auf Deutsch übersetzen? Was das eigentlich kann, hat es jemand übersetzen können? Ja? Ja, es gibt drei Wörter, das mit, die aneinander gehängt werden. Das mittlere darf nicht leer sein. Und die ersten beiden zusammen dürfen maximal so lang sein, wie der Automat Zustände hat. Was man eigentlich damit meint, ist, dass es ein Teilwort von Z gibt. Also was uns interessiert, ist V. Das ist der Teil, der dem Zyklus entspricht und gepumpt werden kann. Und der ist irgendwie ein Teilwort von Z. Und da wir jetzt in der Notation für formale Sprachen keinen Operator haben, der aussagt, V ist ein Teilwort von Z, also das ist nicht eine Relation, die irgendwie definiert ist, behilft man sich zu sagen, Z besteht aus drei Teilen, nämlich allem, was vor V kommt, das ist dann U, dem Teilwort V selbst, und allem, was nach V kommt, das ist dann W. Also, wenn Sie so eine Zerlegung sehen, Z gleich UVW, heißt das nichts anderes, als V ist ein beliebiges Teilwort von Z. Genau, und die andere Bedingung ist, V darf nicht leer sein, das ist klar, weil mathematisch ist das natürlich immer die triviale Zerlegung möglich, dass ich U gleich Z setze und V und W leer sind. Und ein leeres Wort zu pumpen, würde mir auch nichts bringen. Also das ist, da wird sozusagen ein trivialer Sonderfall ausgeschlossen, der eigentlich gar nicht gemeint war. Und die Bedingung schließlich ist wieder etwas mathematisch verklausuliert, dass V komplett innerhalb der ersten K-Zeichen liegen muss. Also wenn das die ersten K-Zeichen muss, war ja meine Aussage, der Zyklus muss innerhalb der ersten K-Zeichen des Eingabewortes passieren. Also V muss komplett innerhalb der ersten K-Zeichen liegen. Und das kann ich auch wieder, weil es dafür keine spezielle Notation gibt, dadurch darstellen, dass ich einfach die Gesamtlänge von U und V nehme. Das ist nämlich da, wo V endet. Wenn das kleiner gleich K ist, dann liegt V komplett innerhalb der ersten K-Zeichen. Also das ist viel harmloser, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist ja etwas sehr Intuitives gemeint, aber eben hier mathematisch ein bisschen. Es ist aber gut, dass Sie das jetzt mal kennengelernt haben, denn in solchen formalen Beweisen oder formalen Darstellungen mit formalen Sprachen wird eben oft diese Notation verwendet. Genau, und jetzt wissen wir, dieses Teilwort kann gepumpt werden. Also mehrfaches Durchlaufen des Zyklus bedeutet doch, was passiert, wenn ich den Zyklus zweimal durchlaufe? Also U ist ja der Teil vor dem Zyklus, dann habe ich den Zyklus, das gibt mir V bei einmal und einmal durchlaufen. Wenn ich ihn ein zweites Mal durchlaufe, dann kriege ich nochmal V. Wenn ich ihn ein drittes Mal durchlaufe, kriege ich ein drittes V und so weiter. Das kann ich beliebig oft machen. Und dann muss ich natürlich aber immer noch W durchlaufen, um zum Endzustand zu kommen. Das heißt, im Wesentlichen passiert, dass an dieser Stelle in das Wort Z nochmal eine zweite Kopie von V eingefügt wird.
mathematisch können wir es wieder ausdrücken, dass eben, also wenn ich einmal eine einfüge, kriege ich UV Quadrat W, wenn ich zwei einfüge, UV hoch 3 W. Und da ich das beliebig oft machen kann, bekomme ich eben Wörter der Form UV hoch NW. Das heißt, eine n-malige Wiederholung von Far statt dem einen Vorkommen von Far im Originalwort, die alle auch zu der Sprache gehören, weil sie alle auch von dem FSA akzeptiert werden müssen. Besonderheit ist, ich kann natürlich auch n gleich 0 setzen, denn das wird ja durch einen Zyklus akzeptiert. Diesen Zyklus könnte ich auch weglassen. Also ich kann V auch weglassen, denn der Pfad, dann kann ich auch einen Pfad, der das Wort UB akzeptiert. Manchmal lässt sich der Beweis am einfachsten dadurch führen, dass ich n gleich 0 setze. Manchmal ist es einfacher, reicht es n gleich 2 zu setzen und manchmal braucht man wirklich n gleich 3, 4 und so weiter, um den Beweis zu führen. Also das ist nachher für jede konkrete Sprache, die Sie als nicht regulär nachweisen wollen, müssen Sie dann eben die Möglichkeiten, die das Parking-Lemma bietet, geschickt ausnutzen. So, nachvollziehbar soweit. Dann können wir jetzt endlich unseren Widerspruchsbeweis führen. Und dabei sehen wir nochmal, sehen wir jetzt die konkrete Anwendung und versuchen Sie alles geistig mit dem Pumping-Lemma, mit der abstrakten mathematischen Formulierung abzugleichen. Also, das ist jetzt dieses Spiel mit dem Gegner. Der Gegner behauptet, nö, A hoch N, B hoch N ist eine reguläre Sprache. Okay, dann. Wir nützen jetzt immer das Pumping-Lemma, um Gegenbeispiel zu finden, also beziehungsweise haben eigentlich drei Mitspieler. Erstens den Gegner, zweitens das Pumping-Lemma, das Folgerung aus dem zieht, was der Gegner behauptet, und wir versuchen, den Widerspruch herzustellen. Immer da, wo was allgemein ist im Pumping-Lemma ist, können wir eine Wahl treffen. Immer da, wo das Pumping-Lemma sagt, es gibt eine Konstante k, oder es gibt eine Zerlegung, da darf der Gegner die Wahl treffen. Und wir müssen sozusagen auf jede mögliche Wahl des Gegners reagieren können. Also der Gegner, wir haben uns die Sprache ausgewählt im ersten Schritt, wo wir einen Gegenwiderspruchsbeweis führen wollen. Jetzt sagt der Gegner, das ist regulär, also müsste der Gegner jetzt einen Automaten vorschlagen, der die Sprache erkennt. Wir kennen den Automaten aber vorab nicht. Wir wissen nur, der hat irgendwie K-Zustände. Das ist das, was Pumping immer sagt, es gibt ein K. Also wir müssen jetzt mit jedem beliebigen Wert von K umgehen können. So. Laut Pumping-Lemma kann jedes Wort, A auch in B auch in, das mindestens K-Zeichen hat, gepumpt werden. Und da das für jedes Wort gilt, dürfen wir uns jetzt ein Wort auswählen. Also wir müssen ein geeignetes Wort auswählen. Ich male uns das Wort gleich mal hin. Also es wird die Form a hoch n, b hoch n haben. Ich habe vorhin gemeint, a hoch k halbe, b hoch k halbe funktioniert ganz gut. Wir müssen aber nicht das kürzeste Wort wählen. Also wir können jetzt jedes beliebige Wort Z dahin in einer hinreichenden Länge wählen. Können Sie sich vorstellen, dass A hoch K halbe, B hoch K halbe nicht optimal wäre oder warum das? Oder hätten Sie einen Vorschlag für ein geschickteres Wort mit Begründung? Ja? Vielleicht. A durch K halbe plus 1, weil dann kommen keine ungeraden Zahlen raus. Da müsste man irgendwie aufrunden. Ich hätte einen anderen Vorschlag, den ich Ihnen gleich vorgeben können. Also die Idee ist so, wir wollen irgendwas hinkriegen, wo man vermeidet, also irgendwie vermeiden, dass wir mit ungeschickten Sachen, vor allem mit Fallunterscheidungen zu tun haben. Mein Vorschlag ist, dass wir großzügig sind und gleich zur doppelten Länge gehen, das Wort A hoch K, B hoch K nehmen. Dann haben wir eine Länge 2K, das ist definitiv mindestens K-Zeichen. Können Sie sich vorstellen, welchen Vorteil dieses Wort haben könnte? Ja,
gegenüber ein Wort, wo ich nur halb so viele. Wir nennen sowas übrigens ein Run. Manchmal ein Run ist eine Folge gleich aufeinanderfolgende gleiche Zeichen. Also die Wörter in unserer Sprache bestehen jeweils aus zwei Runs, einem A-Run und einem B-Run, die in dem Fall dann K-Zeichen enthalten. Eine Idee? Wir wissen doch, dass der Zyklus innerhalb der ersten K-Zeichen vorkommen muss. Also dieses Teilwort V, das gepumpt werden kann, muss innerhalb der ersten K-Zeichen liegen. Das heißt, bei diesem Wort Z, komplett innerhalb des ersten A-Runs. Damit wissen wir genau, wie das Teilwort aussieht. Wenn ich ein kürzeres Z genommen hätte, dann könnte V auch im B-Run liegen. Oder es könnte sogar über diese Grenze hinweg gehen. Damit könnten wir den Widerspruchsbeweis immer noch führen, aber vielleicht können Sie sich vorstellen, wir brauchen dann drei Fallunterscheidungen für die drei Möglichkeiten. Durch geschickte Wahl von Z machen wir uns den Beweis viel einfacher. Also das, was Sie immer, wenn Sie selbst mal solche Beweise führen wollen, dann immer im Kopf behalten, Z muss man oft geschickt wählen. Meistens macht es den Beweis zumindest einfacher. Manchmal ist es auch so, dass der Beweis gar nicht funktioniert, dass Sie das Gegenbeispiel nur konstruieren können, wenn Sie das Z schon richtig geschickt gewählt haben. Also wir durften Z wählen, jetzt ist aber wieder der Gegner an die Reihe. Das Pumping Lemma sagt ja, es gibt eine Zerlegung, das heißt, beziehungsweise anschaulich ausgibt, es gibt dieses Teilwort V, das gepumpt werden kann. Dieses Teilwort darf aber der Gegner auswählen, weil wir ja nur wissen, dass es irgendwie gibt. Das Einzige, was wir eben wissen, ist, dass es innerhalb der ersten K-Zeichen liegt. Und deswegen, also das ist eigentlich der Grund, warum die Wahl so wichtig ist, weil an dieser Stelle der Gegner sich ein Teilwort auswählen darf, das unseren Beweis zunichte machen könnte. Deswegen müssen wir Z so wählen, dass in gewissermaßen keinen Spielraum dazu zu lassen, wenn es geht. So. In dem Fall wissen wir eben jetzt das Teilwort. Wir wissen nicht, wie das Teilwort genau aussieht, aber wir wissen, es liegt komplett im ersten Run. Das heißt, es kann nur aus A's bestehen, also allgemein hat es dann die Form A hoch M. M ist wieder ein unbekannter Wert, wir wissen nicht, wie lang es ist, wir wissen auch nicht, wo es liegt, aber wir wissen immerhin, dass es nur aus A's besteht. So, und was passiert jetzt, wenn wir dieses Teilwort V pumpen? Wenn ich das einmal wiederhole, dann werden eben nochmal M-A's eingefügt. Und wir wissen ja, also M, dieses V ungleich Epsilon stellt sicher, dass eben nicht 0 sein kann, sonst werden diese alle fallen. Das heißt, nehmen wir, also das Erste, was man immer probiert, wenn man die Zerlegung hat, ist UV Quadrat W und schaut, ob das schon Widerspruch gibt. Und wenn das nicht reicht, dann kann man UV hoch 3W oder UW probieren. Wenn ich es einmal pumpe, dann wird der erste Run um zusätzliche MAs verlängert. Der zweite Run, der bleibt aber völlig gleich, da wird ja nichts gepumpt. Und damit kriege ich ein Wort der Form A hoch K plus MB hoch K, was ganz offensichtlich nicht zu A gehört. Also das hier wäre die Behauptung, laut Pumping Lemma, wenn die Sprache regulär ist, dann muss dieses Wort auch zur Sprache gehören. Aber da ich hier klar verschiedene Anzahlen habe, habe ich den Widerspruch bekommen. Also im Prinzip wollen wir es immer darauf führen, dass irgendein Wort rauskommt, das laut Pumping Lemma zur Sprache gehören muss, aber ganz offensichtlich nicht dazu gehört. Und damit, wenn wir hier alle Schritte korrekt gemacht haben und da wir wissen, dass das Pumping Lemma stimmt, kann der Fehler nur in der Behauptung liegen, dass A eine reguläre Sprache sei. Das ist der klassische Widerspruchsbeweis. Sie fangen mit der Behauptung an, die Sie widerlegen wollen und leiten dann irgendwelche logischen Folgerungen davon ab, bis Sie zu irgendeinem Widerspruch kommen. Und wenn alle logischen Folgerungen korrekt gezogen waren, dann kann der Widerspruch nur dadurch erklärt werden, dass die Annahme am Anfang falsch war. Alles klar? Jetzt üben wir das Ganze Erkennen von regulären und nicht regulären Sprachen. Also ich habe hier, manchmal hängt es auch vom Alphabet ab, es geht jetzt immer um das Alphabet, also ein Zeichen A, B und C. Und Sie sollen jetzt einfach sagen, ob die Sprache regulär ist oder nicht, und das ohne auf das Handout zu spicken, wenn Sie es da haben. Versuchen Sie es mal so zu erkennen und dazu sagen auch, warum die regulär ist. Also wenn sie regulär ist, können Sie ja vielleicht einen regulären Ausdruck dazu angeben. Wenn nicht, eine Intuition, warum die nicht regulär ist. Also wir wollen jetzt nicht jedes Mal einen Beweis mit dem Pumping-Lemma führen, aber Sie brauchen natürlich eine Intuition,
aus der Intuition raus werden Sie dann auch in der Lage, den Beweis zu entwickeln. Also wenn Sie das ein bisschen üben, dann können Sie aus so einer Intuition auch einen entsprechenden formalen Beweis führen. Die Grundidee bei der Intuition ist immer, ein Automat hat kein Gedächtnis. Also immer wenn er ein Gedächtnis bräuchte, um die Sprache zu erkennen, dann ist sie nicht regulär. So, wie sieht es mit der Sprache A1 aus? A hoch N, B hoch K, A hoch M. N, K, M sind beliebige Zahlen. Regulär oder nicht? Regulär. Regulärer Ausdruck ist klar, oder A plus, B plus, C plus. Da muss man aufpassen, ob da 0 erlaubt ist oder nicht. Also da 0 erlaubt, A plus, B plus, A plus, sorry. Weil eben hier drei verschiedene Variablen stehen, die Werte nicht voneinander unabhängig sind, habe ich einfach beliebig lange Runs A, B, C. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Sprache 2, A2 besteht aus allen Wörtern über diesem Alphabet, die mindestens 3 A's enthalten. So, ist die regulär oder ist die nicht regulär? Machen wir ein paar Abstimmungen. Wer glaubt, dass sie regulär ist? Wer glaubt, dass sie nicht regulär ist? Das waren jetzt irgendwie 2,5 Enthaltungen. Können Sie ein Argument, also regulär, bräuchten wir einen regulären Ausdruck im Wesentlichen, dann können Sie ein Argument bringen? Oder worüber stolpern Sie gerade? Ich vermute ja, so wenn ich in Ihr Gesicht schaue, die Frage, die Sie bewegt, ist ja, brauchen wir ein Gedächtnis, um 3 A's zu zählen? Das ist auch genau der Kern hier. Eigentlich braucht man ja ein Gedächtnis, um zu zählen, aber hier habe ich nur eine endliche Anzahl. Ich muss also nicht beliebige Werte zählen können, sondern nur bis 3 zählen. Und um bis 3 zu zählen, braucht man eigentlich doch kein Gedächtnis. Das kann man mit Zuständen machen. Also der Automat würde so aussehen, der liest Bs und Cs ein, beliebig viele. Wenn er das erste A hat, wechselt er den nächsten Zustand. Liest dort wieder Bs und Cs ein. Wenn er ein A findet, wechselt er den nächsten Zustand. So. Diese Zustände, das ist ja, das hatte ich Ihnen schon mal gesagt, sozusagen der Automat kann Informationen nur in seinen Zuständen speichern. Erinnern Sie sich an das Einführungsbeispiel von dem Getränkeautomaten? Der hatte doch 3 Zustände für nichts eingeworfen, 50 Cent eingeworfen, 1 Euro eingeworfen, 1,50 eingeworfen. Dieser Automat speichert, wie viele A's er schon gesehen hat. Im ersten Zustand hat er noch keins gesehen, im zweiten hier hat er 1 gesehen, im dritten hat er 2 gesehen. Und wenn ein Endzustand kommt hier, dann hat er 3 A's gesehen, dann kann er das Wort akzeptieren. Das Wort kann jetzt natürlich noch beliebig weitergehen. Es dürfen auch mehr als 3 A's drin sein. Deswegen habe ich hier eine Schleife, die A, B's und C, also der alle Zeichen akzeptiert und im Endzustand bleibt. Wenn Sie es als regulären Ausdruck schreiben wollen, wenn Sie ein Automat haben, können Sie es jetzt auch in regulären Ausdruck übersetzen. Da ist es eigentlich sogar noch kompakter. Wenn ich jetzt mal die erweiterte Notation, so POSIX-Notation verwende. Das wären also beliebig viele Bs und Cs, gefolgt von einem A. Das ist dieser Block praktisch. Und den brauche ich ja 3-mal, um diese mindestens 3 As. Also das wird 3-mal wiederholt. Und danach kann noch beliebig weiteres kommen. Also das ist praktisch der Präfix bis zum dritten A und dann beliebige weitere Zeichen. Also und daran sehen wir, dass es tatsächlich eine reguläre Sprache ist. Also damit haben wir es eigentlich bewiesen jetzt, wenn Sie glauben, dass der genau die Sprache erkennt. Aber ich hoffe, dass Sie damit eine ganz wichtige Intuition gekriegt haben. Also sobald man nur bis zu eine endliche Anzahl zählen muss, kann man das über Zustände kodieren. Aber wenn er was beliebig Großes zählen muss, dann ist es nicht mehr regulär. Dafür bräuchte er wirklich ein Gedächtnis. So. Die Sprache A hoch N, B hoch K, A hoch N, nicht regulär, nicht regulär, weil er sich die Zahl N merken muss. Das ist im Prinzip diese Klammersprache, wo ich mir noch was eingeschoben habe. Was ich da einschiebe und so, ob ich was einschiebe,
Und ob dies A's oder B's oder C's sind, ist natürlich völlig unerheblich. Das Wesentliche ist, dass hier zweimal die gleiche beliebig große Zahl vorkommt. Jetzt machen wir es mal schwieriger. Nochmal schwieriger, das ist alle Wörter, die mehr A's als B's enthalten. Ja. Ich hätte gesagt, nicht nur regulär, weil es sich merken muss, wie viele Bs es gibt und das dann mit der Anzahl an A's vergleichen. Genau. Also man könnte noch versuchen, das so merken, wenn er durchläuft, könnte er immer die Differenz praktisch sich merken. Aber die Differenz kann zwischendurch natürlich auch beliebig groß werden. Das heißt, er muss sich hier beliebig große Zahlen merken können. Das jetzt formal nachzuweisen, wird wesentlich schwieriger sein. Wobei es gibt dann wieder Tricks, die das total einfach machen. Aber da sollten wir gar nicht gehen. Sie haben die genau die richtige Intuition. Wie sieht es mit der Sprache aus A hoch N, B hoch K, A hoch N? K ist beliebig. N ist eine Zahl, die maximal 10 werden darf. Regulär. Weil er sich nur eine beschränkte Zahl merken. Können Sie zufällig auch einen regulären Ausdruck dafür angeben? Also Sie müssen nicht vollständig aufschreiben, das dauert nämlich ein bisschen, aber wissen Sie, wie der reguläre Ausdruck dafür aussehen könnte? Neunmal A mit Fragezeichen, also quasi optional. Dann jetzt sieht es gut. Das wäre übrigens besser mit als mindestens ein. Also wir. Die Notation dürfen wir verwenden. Okay, ja. Genau, also ich muss dazu sagen, es soll ein elementarer regulärer Ausdruck sein, also nicht mit den ganzen POSIX oder Python-Erweiterungen, aber Sie dürfen natürlich schon so das, was reine Syntaktik Sugar ist, eine reine Kurznotation, die verwenden wir, um sie übersichtlich zu machen. Die Frage ist, wie kriegen wir hin, dass hinten wieder, hinten muss ja schon die gleiche Anzahl stehen. Wie können wir das hinkriegen? Also das wäre in POSIX wäre das einfach mit so einer Back-Reference. Das ist eine Erweiterung, dass es sich eigentlich was merken kann. Und es durchbricht eigentlich die formalen, regulären Ausdrücke. Sie wollen wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, es ist so wie Standard, B plus. Es ist nicht sehr schön, da sich nichts merken kann. Habe ich keine andere Wahl, als hier eine Fallunterscheidung zu machen. Es sind ja eigentlich 10 Fälle und im Automat bräuchte ich auch 10 Pfade, nämlich einen, wo ich ein A hinten fange ab, einen, wo ich zwei A's habe, also als regulärer Ausdruck A, B plus A, bei N gleich 1, AA, B plus AA, für N gleich 2, und dann 3 A's, B plus 3 A's, und das Ganze eben weiter bis zu 10. Das heißt, wenn ich jetzt nicht 10, sondern 100 geschrieben hätte, dann würde der Ausdruck richtig unangenehm. Also es ist was sich eigentlich nicht gut als regulärer Ausdruck wiedergeben lässt, aber doch formal es ist möglich, das zu formulieren und deswegen ist es in der Tat eine reguläre Sprache. Wie ist es mit der Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N? Das ist, können Sie mir ein doppeltes Kopfschütteln geben, das ist sogar ein doppelt nicht regulär. Weil ich hier ja nicht nur, er muss es sich nicht nur merken, sondern er muss es sich eigentlich zweimal merken, zweimal abprüfen. Wie wir nachher noch sehen werden, ist das, oder wie ich nachher zumindest sagen werde, ist das sogar noch, ist das komplizierter noch als eine, so diese A hoch N, B hoch N Klammerstruktur. Das ist nämlich eine Sprache, die Sie auch nicht mit der kontextfreien Grammatik beschreiben können. Und schließlich noch die Sprache. Alle Wörter, die eine gerade Anzahl von A's enthalten. Also B ist ein beliebiges Wort, aber die Anzahl von A's muss gerade sein, also kein A oder 2A oder 4A oder 6A. Ja. Das müsste regulär sein. Können Sie auch begründen, warum? Weil man kann einfach einen regulären Ausdruck erstellen, wo 2A's vorkommen. Und den dann beliebig oft wiederholen. Genau, also im Prinzip so wie wir es da gemacht haben, sehr gut, so wie wir es da gemacht haben, nur für 2a's, ein bisschen einfacher. Und der wird beliebig oft wiederholt, völlig korrekt. So,
Prima, dann können wir die Frage bei der Abschlussklausur stellen nach regulären Sprachen, wenn Sie es gut können. Okay, jetzt wäre natürlich noch die Frage, wie sieht es denn noch mit natürlicher Sprache aus? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, als wir die kontextfreien Grammatiken angefangen haben. Wissen Sie noch ein Beispiel oder ein Argument aus natürlicher Sprache, um zu zeigen, dass um zu überlegen, ob Englisch eine reguläre Sprache ist. Das Einzige, was wir im Prinzip, wir wissen jetzt, dass diese ganzen Beispiele, haben wir jetzt ein paar Beispiele für nicht reguläre Sprachen, insbesondere haben wir nachgewiesen, dass A auch in B auch N nicht regulär ist. Erinnern Sie sich, wo im Englischen das auch... Dieser Satz bloß zumindest mit dem das Haus an der Brücke, an der Straße, dieses Schachtelhof und der Typsitz. Genau. Und im Englischen kann man dasselbe machen, und zwar mit Objektrelativ setzen, the cheese that the mouse stole was expensive. Und ich kann jetzt natürlich hier wieder an das Substantiv Maus einen Objektrelativsatz anhängen. Dann habe ich that the mouse, the cheese that the mouse, that the cat caught, stole was expensive. So, also ich glaube, der Satz ist auch noch völlig normal. Wenn man das Ganze ein bisschen länger macht, dann wird es immer schwerer, es vernünftig auszusprechen. The cheese that the mouse, that the cat, that the dog chased caught stole was expensive. Oder the cheese that the mouse, that the cat, that the dog, that the girl saw chased caught stole was expensive. Also da, spätestens da versteht man es eigentlich nicht mehr wirklich. Aber zumindest wenn man sich die Sätze in der Reihenfolge anschaut und wenn man den Satz liest, dann kann man eigentlich verstehen, was gemeint ist und kann auch keinen Fehler in der Grammatik finden. Also irgendwie unsere Intuition sagt schon, dass es grammatisch korrekt ist. Hingegen, und das hat was damit zu tun, unter anderem, dass die Anzahl, also erstens mal, dass hier diese Relativpronomina zuerst kommen müssen und dann zum Schluss Verben, die passenden Verben, und die Anzahl der Relativpronomina muss der Anzahl der Verben entsprechen. Also wenn ich die in eine andere Reihenfolge bringe, the cheese that stole, that caught, that chased, the mouse, the cat, the dog was expensive. Das sieht jetzt schon viel regulärer aus, aber das ist kein Englisch, damit kann man nichts anfangen. Und wenn die Anzahl nicht stimmt, sowas wie the cheese that the mouse caught, stole, was expensive, dann ist hier ein Verb zu viel, das wir nicht mehr unterbringen können. Also es sind eigentlich nur diese Formen, bilden grammatikalische Sätze. Und was wir hier haben, ist, wie ich es farblich schon mit Rot und Blau markiert habe, eigentlich ein Satzmuster der Form A hoch N, B hoch N. Also die Relativpronomen sind die A's und die öffnen in Klammern und die Verben, die schließen in Klammern. Das ist genauso, hat man den Beweis eigentlich. So argumentiert man, dass Englisch keine reguläre Sprache ist, denn wir wissen ja, wenn Englisch regulär wäre, dann müsste ich bei einem hinreichend langen Satzbeispiel irgendwann mal die Verben oder die Relativpronomina punkten können und damit haben wir dann ein Problem. Ganz so einfach ist der formale Beweis da nicht. Ich glaube, angesichts der Zeit gehen wir jetzt da nicht mehr drauf ein. Beziehungsweise ich kann vielleicht die Grundidee wiedergeben. Oder sehen Sie, was das Problem ist, warum diese Argumentation eigentlich noch kein sauberer formaler Beweis ist? Ja? Kann ich beim ersten Satz nicht zum Beispiel auch das Dad weglassen, der Cheese, the Monster, was expensive? Stimmt, das ist eigentlich schon ein gutes Argument. Also eigentlich kann ich das Dad an sich kann ich weglassen, aber das Objekt hier muss eigentlich immer, das Substantiv muss eigentlich da sein. Also vielleicht hätte ich statt dem Dad immer die Substantive nehmen sollen. Aber das ist auch schon ein Argument. Es gibt ein anderes allgemeineres Problem. Wir haben ja gezeigt, dass diese Sprache nicht regulär ist. Übertragen, wenn ich das übertragen kann, das heißt, die Sprache, die aus solchen Sätzen besteht, ist nicht regulär. Aber das ist ja nicht Englisch, das ist ein Ausschnitt aus der englischen Sprache. Also im Prinzip, symbolisch gesprochen, sehen wir damit, dass die Sprache A hoch N, B hoch N in Form dieser Sätze eine Teilmenge des Englischen ist. Aber natürlich ist auch die Teilmenge der Sprache, die durch den Ausdruck A plus B plus beschrieben wird. Das heißt,
diese reguläre Sprache enthält natürlich die Klammersprache als Teilmenge. Dass eine Sprache eine nicht reguläre Sprache als Teilmenge enthält, heißt noch lange nicht, dass die Sprache selbst nicht regulär ist. Das heißt formal, also intuitiv ist klar, wenn ich so Klammerstruktur kriege, dann passiert da was, was nicht regulär ist. Aber formal ist es nicht klar, folgt aus der Tatsache, dass Englisch ein nicht reguläres Muster enthält, folgt nicht, dass die gesamte Sprache nicht regulär sein kann. Und da gibt es jetzt, was man im Prinzip machen kann, ist, dass nochmal, wenn ich Englisch jetzt mit einer anderen regulären Sprache schneide, also die Schnittmenge von Englisch und einer regulären Sprache bilde, dann müsste die Schnittmenge auch wieder regulär sein, wenn Englisch regulär ist. Und die kann ich jetzt geeignet auswählen, sodass genau dann wirklich nur die Klammersprache übrig bleibt. Aber also der kann, was Sie behalten sollten von den Ausführungen jetzt ist, dass eben, wenn ich eine nicht reguläre Sprache als Teilmenge einer anderen Sprache habe, heißt es nicht, dass die größere Sprache auch nicht regulär sein muss. Deswegen ist der Beweis hier noch ein bisschen, der Formalbeweis ist etwas komplizierter. Und dann, ich muss es nochmal erwähnen, geht hier um rein formale Beweise, also auf Ebene formaler Sprachen, ob sich die Sprache, sozusagen die Menge aller grammatikalischen Sätze, durch einen regulären Ausdruck theoretisch beschreiben lässt. Selbst wenn das möglich ist, heißt es noch lange nicht, dass es adäquat ist, die Sprache als reguläre Sprache zu behandeln. Als klassisches Beispiel dafür ist eben das PP-Attachment. Also wenn wir im Englischen einen transitiven Satz haben mit Präpositionalphrasen, wie unser Lieblingsbeispiel Peter saw the man on the hill with a telescope, der besteht aus einer Subjektnominalphrase, einem transitiven Verb, einer Objektnominalphrase und zwei Präpositionalphrasen. Dieses Muster lässt sich ganz einfach durch diesen regulären Ausdruck beschreiben. Also sozusagen, hieran ist nichts, was nicht regulär wäre, wenn ich nur erkennen will, ob der Satz grammatikalisch richtig ist oder nicht. Aber es gibt natürlich verschiedene Strukturen, die zu verschiedenen Interpretationen führen. Also hier die Interpretation, dass der Mann auf einem Hügel mit Teleskop steht. Die Interpretation, was hatte ich jetzt? Die Interpretation war, genau, dass der Mann auf dem Hügel mit Teleskop steht. Hier, dass der Mann auf dem Hügel steht und ein Teleskop hat. Oder diese Interpretation, dass der Mann auf einem Hügel steht, aber Peter ein Teleskop braucht, um den Mann zu sehen. Also diese verschiedenen Strukturen, die ich nur mit einer recht regulären kontextfreien Grammatik wiedergeben kann, die sind natürlich essentiell, weil sie verschiedene Interpretationen, verschiedene Bedeutungen des Satzes widerspiegeln. In der Sprachwissenschaft unterscheidet man da in dieser Hinsicht zwischen beobachtungsadäquaten und beschreibungsadäquaten Darstellungen. Dieses reguläre Muster wäre beobachtungsadäquat. Also es beschreibt die Beobachtung, die sprachlichen Daten, erfasst die sprachlichen Daten korrekt. Es erfasst aber nicht die Struktur der sprachlichen Daten. Also es erfasst nicht die Kompetenz des Muttersprachers, warum genau diese Struktur ist oder dass es verschiedene Bedeutung hat. Sowas nennen wir dann beschreibungsadäquat. Es ist auch verwandt mit dem, was uns schon als schwache und starke Äquivalenz begegnet ist. Zum Beispiel hatte ich Ihnen mal gesagt, wir können jede kontextfreie Grammatik in Normalform überführen. Die ist äquivalent zu der ursprünglichen Grammatik. Das ist aber auch die schwache Äquivalenz, dass sie genau dieselben Wörter akzeptiert oder dieselben Wörter beschreibt, dieselbe Sprache beschreibt. Sie ist aber nicht stark äquivalent, dass sie auch die gleichen Strukturen zuweisen würde. Also der reguläre Ausdruck, da gibt es nur die schwache Äquivalenz, weil der eigentlich keine Strukturen macht. Bei einer kontextfreien Grammatik habe ich auch eine hierarchische Analysestruktur und die müsste bei einer starken Äquivalenz auch gleich bleiben. Das aber nur nochmal, damit Sie nicht vergessen, dass es hier nicht nur um formale Zugehörigkeit zu einer Sprachklasse gehört, sondern eben auch aus sprachwissenschaftlicher und natürlich aus computerlinguistischer Sicht dann interessiert, ob die Darstellung wirklich adäquat, also beschreibungsadäquat ist. So,
wie Sie sicher schon gehört haben, das habe ich schon mal erwähnt, sind die regulären Sprachen eine Sprachklasse in der Chomsky-Hierarchie. Noam Chomsky hat die Anwendung formaler Sprachen auf natürliche, der Theorie formaler Sprachen, natürliche Sprache maßgeblich mitentwickelt und sich dann verschiedene Grammatikformalismen verschiedener Komplexität überlegt, die jeweils Sprachklassen entsprechen. Also eine Sprachklasse besteht aus allen Mengen, aus allen Sprachen, die sich durch einen bestimmten Grammatikformalismus beschreiben lassen. Die regulären Sprachen sind die einfachste Sprachklasse, die Chomsky interessiert hat. Die werden auch als Typ-3-Sprachen bezeichnet. Reguläre Sprachen sind alle Sprachen, die sich durch reguläre Ausdrücke beschreiben lassen. Also deswegen bilden die eine Sprachklasse. Der Grammatikformalismus hier wären die regulären Ausdrücke. Äquivalenter Grammatikformalismus wären die endlichen Automaten. Ich kann die genauso definieren als alle Sprachen, die durch endliche Automaten erkannt werden. Es gibt eigentlich noch eine kleinere Sprachklasse, noch eine einfache Sprachklasse, die endlichen Sprachen. Die kann ich ja einfach durch Aufzählen aller Wörter in der Sprache. Da brauche ich gar keinen Formalismus eigentlich, sondern ich zähle die nur extensional auf. So. Wir haben gerade nachgewiesen, dass es mindestens eine Sprache gibt, die außerhalb von Typ 3 liegt. Das ist a priori eigentlich auch noch nicht klar. Es könnte ja sein, dass reguläre Ausdrücke alle Sprachen beschreiben können. Also musste man erstmal formal den Beweis führen, dass es überhaupt Sprachen gibt, die nicht regulär sind. Und sobald wir wissen, dass diese Klammersprache hier außerhalb liegt, wird es natürlich interessant, neue Grammatikformalismen zu finden, die diese zusätzlichen Sprachen beschreiben können. Und wir hatten damals ja genau einen Formalismus entwickelt oder eingeführt, der auf die Klammersprache und solche hierarchisch verschachtelten Strukturen zugeschnitten ist, nämlich die kontextfreien Grammatiken. Die kontextfreien Grammatiken bilden die Klasse der kontextfreien Sprachen, also alle Sprachen, die sich durch eine kontextfreie Grammatik beschreiben lassen. Das ist eine Obermenge der regulären Sprachen. Das hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt. Der Beweis ist gar nicht so einfach zu führen. Man muss auch wieder zeigen, dass zu jeder regulären Sprache eine kontextfreie Grammatik formuliert werden kann, die genau dieselbe Sprache beschreibt. Das geht dadurch, dass man einen regulären Ausdruck bzw. einen Automaten entsprechend geschickt formatiert und dann das Ganze in eine kontextfreie Grammatik einer bestimmten Struktur übersetzen kann. Es ist eine echte Obermenge, weil es Sprachen gibt, die kontextfrei sind, aber nicht regulär, notabene die Klammersprache. Soweit war Chomsky und er hat sich dann sehr mit den kontextfreien Grammatiken natürlich beschäftigt, aber sich auch gefragt, gibt es außerhalb der kontextfreien Grammatiken noch was anderes Interessantes und vor allem was wir für die natürliche Sprache brauchen. Also die Frage, gibt es eigentlich sind natürliche Sprachen kontextfrei oder nicht kontextfrei? Um die Frage zu beantworten, muss man erstmal rauskriegen, was gibt es denn für formale Sprachen, die nicht kontextfrei sind. Und wenn wir dann wissen, welche Strukturen nicht kontextfrei sind, kann man schauen, ob in natürlicher Sprache auch solche Strukturen auftreten. Ich hatte es Ihnen ja vorhin schon gesagt. Wir wollen ja gar keine Beweise führen, aber die wesentlichen Muster, also es gibt natürlich viele Sachen, die nicht kontextfrei sind, aber die bekanntesten Muster, die zu nicht kontextfreien Sprachen führen, sind Mehrfachwiederholungen, wo ich also die gleiche Anzahl von etwas abprüfen muss, und zwar mehr als zweimal. A hoch n, b hoch n ist kontextfrei, aber wenn ich jetzt noch ein drittes Mal die gleiche Anzahl abprüfen muss, dann ist es nicht mehr kontextfrei. Da gibt es auch einen Grund, wenn Sie auf der vorigen Folie ganz genau hingeschaut haben, standen da neben kontextfreie Grammatiken auch Kellerautomaten. Ein Kellerautomat ist ein endlicher Automat, der sozusagen einen sehr einfachen zusätzlichen Speicher hat. Also der hat ein Gedächtnis, aber ein einfaches Gedächtnis, das ist eigentlich wie so ein, ich weiß nicht, ob es in der Mensa noch die Tellerstapel gibt, die irgendwie so eine Feder drin haben, bei der Sie immer oben einen Teller wegnehmen können, der funktioniert genauso. Es ist eine Art Stack, wo Sie oben was drauflegen können oder wieder wegnehmen. Und damit können Sie sowas erkennen. Da legen Sie nämlich, während Sie die A's einlesen, immer einen Teller ab auf dem Stapel, dann haben Sie nachher einen Teller. Und während Sie die B's einlesen,
nehmen Sie jeweils einen Teller weg und wenn der Stapel zum Schluss wieder leer ist, dann war die Anzahl gleich. Also deswegen kann ein Kellerautomat die Klammersprache erkennen. Und hier sehen Sie dann eigentlich auch schon, warum der diese Sprache, die Mehrfachwiederholung, nicht schafft, um die gleiche Anzahl Bs wie As abzuprüfen, muss ich ja die Teller wieder vom Stapel entfernen. Das heißt, an der Stelle ist der Stapel leer und er hat vergessen, was er sich gemerkt hat. Also ein Kellerautomat kann im Prinzip sich eine Zahl merken, vergisst die aber beim Auslesen wieder, kann die also nur einmal reproduzieren. Das ist das sozusagen der Kern des Ganzen. Wenn Sie sich das vorstellen können, wie so ein Kellerautomat funktionieren könnte, dann können Sie daraus wieder recht gute Intuition entwickeln, was kontextfreie und nicht kontextfreie Sprachen sind. Ein zweites Beispiel sind nämlich die überkreuzenden Klammerstrukturen. Das ist was, ich schreibe das nochmal hier farbig hin, weil es doch sehr wichtig ist. Also, wenn ich hier habe a hoch n, b hoch k, a hoch k, das war die falsche Farbe, a hoch k, b hoch n, das ist eine kontextfreie Sprache. Da habe ich jetzt zwar zwei Zahlen, die ich abgleichen muss, nämlich die n's und die k's, die sind aber ordentlich verschachtelt. Also ich habe hier die k's, die ich abgleichen muss, und außen die n's, die abgeglichen werden müssen. So, die Sprache, die hier steht, die sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus, hat aber eine wesentlich andere Struktur, nämlich auch in b hoch k. So, und jetzt kommt wieder die Anzahl n von vorne und dann nochmal die Anzahl k. Was jetzt da a's und b's sind, ist eigentlich unerheblich. Ich könnte eigentlich auch hier b hoch k a hoch n machen, das würde aufs selbe rauskommen. Das Wesentliche ist, dass ich hier zwei überkreuzende Klammern habe. Also hier merkt es sich n, merkt sich k, liest k wieder aus, liest n wieder aus. Und das führt dazu, dass mein Stapel, der Kellerstapel, sieht praktisch so aus. Ich merke mir die n's. Dann werden hier die k's obendrauf gelegt. Und wenn ich jetzt hier die abprüfen muss, dann kann ich erst die k's wieder wegnehmen, auslesen und danach die n's wieder auslesen. Überhaupt kein Problem. Deswegen können kontextfreie Grammatik bzw. Kellerautomaten hierarchisch verschachtelte Strukturen, beliebig komplexe hierarchisch verschachtelte Strukturen beschreiben. In diesem überkreuzenden Fall habe ich genau dieselbe Situation. Ich lese die n's ein, ich lege die k's auf den Stapel ab. An der Stelle sollte ich jetzt aber erst die n's auslesen. Aber wie in der Mensa, er kann immer nur den obersten Teller wegnehmen, das heißt, er kann nicht zu den n's kommen und kann deswegen jetzt nicht überprüfen, dass die Anzahl n. Er weiß praktisch in dem Moment nicht, wie viele n's es sind, er könnte nur das k wieder auslesen. Wenn wir jetzt sich überlegen, wie der Kellerstapel funktioniert, dann ist völlig klar, warum diese überkreuzenden Klammern nicht erkannt werden können und nicht kontextfrei sind, die verschachtelten Klammern aber sehr wohl. So, und es gibt ein letztes wichtiges Beispiel, also die meisten Fälle, die da tatsächlich als Beispiel gebracht werden, lassen sich auf eins dieser drei Muster zurückführen. Das letzte bekannte Beispiel ist die sogenannte Copy-Sprache. Die Copy-Sprache besteht aus allen Quadraten, also Wörter der Form W-Quadrat oder WW, wo einfach ein beliebiges Wort nochmal wiederholt wird. So, und auch hier wieder ein gigantischer Unterschied zwischen WW, das ist nicht kontextfrei, das ist die Copy-Sprache. Kennen Sie die Sprache noch? WWR? Das ist eine Sprache von Palindrom. Beziehungsweise, so viel Zeit muss sein. Ich hatte die Sprache der Palindrome ja so definiert. Alle Wörter Z, die umgekehrt, Z hoch R ist ja die Umkehrung des Wortes, identisch sind zu dem ursprünglichen Wort.
Ich behaupte, dass es mehr oder weniger das gleiche ist wie hier. Dazu berechnen wir mal die Umkehrung von einem Wort der Form WWR. Dazu muss man wissen, was es da für Rechenregeln gibt. Im Prinzip kann ich die Umkehrung mit der Konkatenation hier vertauschen. Allerdings kehrt sich dabei die Reihenfolge der Argumente um. Also WWR rückwärts geschrieben ist ja zuerst das rückwärtsgeschriebene und das rückwärtsgeschrieben. Also habe ich erst WR rückwärts geschrieben und dann W rückwärts geschrieben. Und jetzt muss man noch wissen, die Umkehrung ist was, was wir Mathematiker involutorisch nennen. Wenn ich ein Wort umkehre und dann nochmal umkehre, dann habe ich natürlich das Ursprungswort wieder. Also ist das gleich W und damit kommt hier die Umkehrung von WWR, ist wieder WWR, also genau das Wort selbst. Das sind nicht alle Palindrome. Ein Wort dieser Form hat natürlich eine gerade Länge, nämlich zweimal die Länge von W. Das heißt, auf die Weise kriege ich alle Palindrome gerader Länge. Nur eine kleine Exkursion. Ich finde es immer ganz praktisch, so ein paar formale Aspekte der Darstellung zu üben. So, diese Sprache ist kontextfrei, diese Sprache ist nicht kontextfrei. Wenn Sie an den Kellerstapel denken, ist es wieder ganz einfach. Wie kann ich hier in der kontextfreien Sprache überprüfen, ob das Wort diese Form hat? Naja, beim Durchlaufen des ersten Wortteils wird W auf dem Kellerstapel abgelegt. Das ist auch wieder, diese Automatik ist nicht deterministisch. Das heißt, der muss nicht wissen, wo das Wort hier endet, sondern er kann im Prinzip alle Möglichkeiten durchprobieren. Es wird abgelegt und zwar in dieser Richtung. Also das erste Zeichen liegt ganz unten, das zweite oben. Das heißt, wenn ich das jetzt auslesen will, um den zweiten Teil zu überprüfen, dass es tatsächlich WR ist, dann gehe ich ihn genauso durch, nämlich von hinten nach vorne. Deswegen bekomme ich beim Auslesen WR. Wenn ich W nochmal von vorne überprüfen möchte für die Copy-Sprache, dann müsste ich praktisch den Stapel von unten nach oben auslesen und das geht wieder nicht. Also es liegt ganz an diesem Kellerstapel, dass diese Sprache, die Copy-Sprache nicht kontextfrei ist, aber die Palindromsprache sehr wohl kontextfrei ist. Hier nochmal die zur Erinnerung diese beiden kontextfreien Beispiele. Wenn Sie das formal nachweisen wollen, dass solche Sprachen nicht kontextfrei sind, funktioniert es genauso. Das wäre mal eine schöne Knobelaufgabe, wenn man richtig langweilig wird beim Lernen auf die Klausur. Es gibt auch für kontextfreie Sprachen ein Pumping-Lemma. Das ist analog zu dem Pumping-Lemma, das wir jetzt schon kennengelernt haben. Der Beweis ist natürlich etwas komplizierter und auch das Pumping-Lemma hat eine leicht andere, sieht ein kleines bisschen anders aus, hat aber die gleiche Struktur. Also die Aussage ist wieder, für jede kontextfreie Sprache A gibt es eine Konstante K. Das hat was damit zu tun, wie komplex die Bäume in der kontextfreien Grammatik dieser Sprache beschreibt werden. Also da geht dann der Beweis über kontextfreie Grammatiken. Und dann ist wieder so, jedes hinreichend lange Wort, das von der Grammatik beschrieben wird, also jedes hinreichend lange Wort Z aus der Sprache, kann so zerlegt werden, dass bestimmte Teile gepumpt werden können. Und das male ich nochmal hin. Das heißt übrigens wegen dieser Zerlegung auch UVWXY-Lemma, was so lustig ist als Name. Also das ist mein Wort Z. Und wenn Sie sich vom UVWXY nicht verwirren lassen wollen, dann übersetzt Sie es wieder in, es gibt ein Teilwort V und ein weiter hinten liegendes Teilwort X. Das sind die beiden Teile, die uns interessieren. U, V, U, W und Y sind nur die Füller dazwischen, um eben Z auszufüllen. Also es gibt zwei Teilwörter. Dann haben wir hier diese trivialen Fall ausgeschlossen. Die dürfen nicht beide leer sein. Also mindestens, das wäre dann wieder, wo das Pumping gar keinen Effekt hätte. Es kann aber durchaus sein, dass eins der beiden leer ist. Also für den Fall muss man sich dann auch einstellen im Beweis. Und hier ist die Bedingung, die sind, dürfen wieder nicht beliebig liegen, die müssen in einem Abstand von höchstens k Zeichen liegen. Aber Achtung, das ist jetzt VWX. Es ist nicht vom Anfang von Z ausgerechnet, sondern
von V, vom Anfang von V bis zum Ende von X. Das heißt, V und X müssen innerhalb des Bereichs von K Zeichen liegen, der aber irgendwo in Z liegen kann. Deswegen waren die Beweise auch nicht mehr so einfach wie bei unserer Klammersprache, wo wir wussten, es muss im ersten Run liegen. Also hier braucht man eigentlich immer Fallunterscheidung. Also Sie sehen, es ist eigentlich fast das Gleiche, nur da die Grammatik komplizierter ist als ein endlicher Automat, habe ich natürlich hier auch ein bisschen eine komplexere Zerlegung. Und was hier passiert, ist, dass beide Teilwörter parallel gepumpt werden. Vielleicht, um es nochmal anschaulich zu machen, warum das oder was das bedeutet. Wenn ich ein Wort der Form a hoch n, b hoch n habe, dann kann ich pumpen, wenn ich das erste Teilwort v in den a-Run lege und das zweite Teilwort x in den b-Run, und natürlich müssen die gleiche Länge haben. Also wenn v a hoch m ist, dann ist x b hoch m. Und wenn ich die jetzt parallel pumpe, dann werden links MAs hinzugefügt und rechts MBs, und damit bleibt die Klammerbedingung erhalten. Das geht natürlich nur dann, wenn ich auch beide immer parallel pumpe. Also die Anzahl der Wiederholungen von V und X muss immer gleich sein. So, also das ist so die Intuition dahinter. Und die Beweise funktionieren völlig analog, nur eben ein bisschen komplexer mit mehr Fallunterscheidung. Gut. Jetzt kommt der lustige Teil der Vorlesung heute, die Frage, wie das denn mit natürlicher Sprache ist. Also wir kennen jetzt drei Arten von Sprachen, die nicht kontextfrei sind. Es ist auch wichtig, dass Sie dieses Prinzip verstanden haben und nicht kontextfreie Sprachen erkennen. Die Frage ist, finden wir diese Strukturen auch in natürlicher Sprache? Das ist ein schon lange schwelender Streit in der Sprachwissenschaft. Also es gab viele Leute, die behauptet haben, es ist nicht kontextfrei, dann haben andere wieder die Beispiele dafür, die Gegenbeispiele angezweifelt und so weiter. Wenn Sie mal Zeit haben, können Sie das, es gibt dann ein Editorial von Jeff Pullum, Footloose and Context-Free War, diesen langen währenden Streit und auch die Argumente, die da gebracht wurden und teilweise haarsträubende Argumente, ziemlich lustig beschreibt. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Gegenbeispiele nur in wenigen und etwas obskuren Sprachen gefunden werden, wenn überhaupt. Es ist auf jeden Fall weder für Englisch noch für Deutsch ein Gegenbeispiel bekannt, also eine Struktur bekannt, die eindeutig nicht kontextfrei wäre. Behauptet wird, dass man es in Bambara findet. Das ist eine afrikanische Sprache aus der Mandé-Familie. In manchen schweizerdeutschen Dialekten, und es wird auch behauptet, dass es im Niederländischen vorkommt. Also wie Sie sehen, doch recht obskure Sprachen. Gut, die Beispiele kann ich natürlich nur aus der Literatur zitieren. Das ist ein Problem an solchen Sachen, wenn man also über nicht allzu gängige Sprachen, nicht gerade über Englisch und Deutsch argumentieren kann, dann muss man sich oft darauf verlassen, dass die Beispiele, die in dem Artikel, das sind ja eben gerade die Artikel, die dann die Behauptung aufstellen, die Sprache sei nicht kontextfrei, dann muss man denen glauben, dass diese Beispiele auch stimmen. Und gerade wenn Sie, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, so eine Vorlesung, wollte ich dann auch mal mehr Beispiele finden, und habe festgestellt, es gibt eigentlich nur diese Beispiele. Es werden immer wieder exakt die gleichen Sätze zitiert, die aus einem Artikel stammen und die alle anderen halt dann wieder zitieren, wenn sie über Nicht-Kontextfreiheit schreiben. Man hat sehr stark argumentiert über den formalen Beweis, wie ich vorhin gesagt hatte, wo man ja nicht einfach sagen kann, es enthält die Struktur und ist deswegen nicht kontextfrei oder nicht regulär. Darüber wurde lange gestritten, aber ob die Beispiele jetzt wirklich selbst die Beispiele selbst völlig akzeptabel sind, ob die wirklich diese Struktur aufweisen, das ist auch nochmal eine Frage. Gut, genug geredet. Im Bambara findet sich eine Art Copy-Sprache wieder, weil Bambara Reduplikation, also morphologische Reduplikation als morphologisches Wortbildungsmuster verwendet, in der Bedeutung irgendein. Und zugleich aber beliebig komplexe Komposita bilden kann und diese Komposita bei der Reduplikation vollständig wiederholt werden.
Also hier das Beispiel, das immer gebracht wird. Bulle heißt Hund. File heißt beobachten und la ist so eine Präposition. Das heißt, Bulle file la heißt jemand, der Hunde beobachtet. Nini heißt suchen. Das heißt, Bulle file la ninina ist jemand, der Leute, die Hunde beobachten, sucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist da nur als Dog Watcher Searcher beschrieben in dem Artikel. Ich weiß nicht, ob gemeint ist jemand, der Hunde sowohl beobachtet als auch sucht, oder ob man jemanden sucht, der Hunde beobachtet. Aber das Wesentliche ist, ich kann also die Komposita bilden. Bei der Reduplikation bekomme ich dann die Wiederholung Wulu Wulu, heißt irgendein Hund. Wulu Filila Wulu Filila heißt irgendein Hundebeobachter. Und entsprechend Wulu Filila Nina Wulu Filila Nina. Und Sie sehen, ich muss hier hinten genau das wiederholen, was vorne steht. Also Wulu file la Wulu, das ist ungrammatisch. Das wird nicht akzeptiert von den Muttersprachlern. Und da diese Komposita eben beliebig komplex werden dürfen, im Prinzip zumindest, habe ich hier die Struktur WW, die Copy-Sprache. Wenn Komposita maximal 3 Elemente hätten, dann hätte ich natürlich wieder eine endliche Sprache und dann wäre es natürlich sogar regulär. Alles, was endlich ist, ist automatisch ja regulär. Im Schweizerdeutschen finden sich verschachtelte Klammerstrukturen. So, das Ganze basiert jetzt darauf, dass wir im Deutschen und auch im Schweizerdeutschen Verben haben, die neben einem Objekt, eine Nominalphrase als Objekt, auch noch ein Infinitiv nehmen. Zum Beispiel jemanden etwas tun lassen, jemanden helfen, jemandem etwas tun helfen, jemandem etwas tun sehen oder jemandem etwas tun hören und so weiter. Also wir haben immer das Muster, ein Objekt, also das Verb, Objekt und zu Infinitiv. Also hier in dem deutschen Beispiel, Jan sagt, dass wir die Kinder dem Mann das Haus anstreichen helfen lassen wollen. Haben. Das heißt, wir haben die Kinder etwas machen, tun lassen, nämlich sie haben dem Mann das etwas tun geholfen, sie helfen dem Mann etwas tun. Und was ist das Haus anstreichen? Also das ist das, genau, das ist das in der Verschachtelte. So, im Deutschen, Hochdeutschen ist es nun so, dass wir hier eine verschachtelte Struktur, eine verschachtelte Klammerstruktur kriegen. Das heißt, das Verb, das zu dem, also hier ist das Objekt, das ist jeweils markiert, das Verb und das zugehörige Objekt. Also das Objekt zu lassen sind die Kinder. Und was sie tun, ist dann dem Mann das Haus anstreichen helfen. Das Objekt zu helfen ist dem Mann. Und was man ihm hilft, ist das Haus anstreichen. Und das Objekt zu anstreichen ist das Haus. So, und damit haben wir also intuitiv mal diese verschachtelte Klammerstruktur. Um das formal nachzuweisen, dass da eine verschachtelte Klammerstruktur vorliegt, also sozusagen semantisch ist ja klar, dass das und das, das und das, das und das zusammengehört. Aber wenn ich das jetzt wieder formal in der Oberflächenform der Sätze nachweisen will, dann brauche ich ein anderes Merkmal. Und das Merkmal hier, was da noch zusätzlich schön ist, ist, dass manche dieser Verben ein Dativobjekt nehmen, andere ein Akkusativobjekt. Also helfen, lassen hat ein Akkusativobjekt. Hat ein Akkusativ, was wir noch sehen, jemand etwas tun sehen oder hören, hat Akkusativobjekt. Jemandem helfen oder jemandem etwas tun verbieten, das hat ein Dativobjekt. Und das heißt, wenn ich jetzt hier in geeigneter Reihenfolge Verben mit Akkusativ und Dativobjekten bringe, dann kann ich genau solche Klammerstrukturen erzeugen. Und die sind im bösen Kontext frei. Das Wesentliche ist im Schweizerdeutschen, kommen aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund die Verben in der gleichen Reihenfolge wie die Objekte. Also nicht in umgekehrter Reihenfolge verschachtelt, sondern Jan sagt, dass ein Kind dem Hanses Hus Händele La helfe A strichelt. Also Kind La im Hans helfe, das Hus A striche. Und damit kriege ich die überkreuzende Klammerstruktur. Den Farben nach sieht es aus wie eine Copy-Sprache, aber wenn ich jetzt natürlich das mit Dativ- und Akkusativobjekten formalisiere, dann kriege ich genau so eine überkreuzende Klammerstruktur. Also das zu dem, das zu dem, das zu dem. Also das ist was, was mir auch eine Schweizer Muttersprachlerin bestätigt hat. Die hat gemeint, dass es tatsächlich so grammatisch richtig ist, dass man so spricht.
Sie hat mir allerdings auch gesagt, dass sie sich mit Spracherwerb beschäftigt hat, dass die Schweizer Kinder das später lernen als hochdeutsche Kinder, und zwar lernen sie erst die hochdeutsche Struktur, und wenn sie dann älter werden, lernen sie das wieder um zum Schweizerdeutschen, was ja schon zeigt, dass die hochdeutsche Struktur die vernünftige kontextfreie ist. Bestätigt natürlich wieder die Annahme, dass natürlich Sprache doch im Wesentlichen hierarchisch verschachtelt und damit kontextfrei ist. So, und schließlich gibt es noch im Niederländischen Fälle von Mehrfachwiederholung. Also auf Jan Piet hoorde en zag hat Jan Piet gesehen, gehört und gesehen. Also so eine Koordination von Verben können wir auch, aber wenn diese, wenn wir dann noch Doppelverben haben, also hier auf Jan Piet Marie hoorde en muuten en zag umherzen, hat Jan gesehen, wie Piet Marie, hat Jan gehört, wie Piet Marie was getroffen hat und gesehen, wie er sie umarmt hat. Das können wir im Deutschen gar nicht nachmachen, aber im Niederländischen wird hier behauptet, kann man tatsächlich so eine Koordination von diesen zwei Verben machen und einfach die ganzen Objekte vorne hinstellen. Und genau hier, auf Jan Piet wie Marie hoorde herpen en muuten en zag hoorden umherzen. Das geht angeblich mit beliebig vielen, langen Staffelungen von diesen Objekten und Verben. Das sind Daten, Sie sehen, das ist auch gut publiziert, aber sowohl Muttersprache des Niederländischen als auch Nicht-Muttersprache, die Sprachwissenschaft, nicht-muttersprachige Sprachwissenschaftler haben große Zweifel an diesen Beispielen geäußert. Also Zweifel im Sinne von, das kann man doch nicht sagen. Also das halte ich für strittig. Der schweizerdeutsche Fall scheint auf jeden Fall akzeptabel zu sein und das Bambara ist bis jetzt auch noch nicht angezweifelt worden. So, also, jetzt wissen wir, dass es außerhalb der kontextfreien Sprache noch interessante Strukturen gibt und dass zumindest zwei oder drei natürliche Sprachen solche Strukturen enthalten können. Also brauchen wir vielleicht doch noch was, was über kontextfreie Grammatik hinausgeht. Genau darum hat sich, das hat sich Chomsky überlegt. Er hat dann was sogenannte kontextsensitiven Sprachen entwickelt. Ich zeige gleich nochmal auf einer der vorletzten Folie, gebe ich einen kurzen Einblick davon, wie eigentlich kontextsensitive Grammatiken aussehen. Sie können sich schon vorstellen, es nimmt genau das, was die kontextfreien Grammatiken kontextfrei macht, weg. Diese Sprachen hat er dann Typ 1 Sprachen oder kontextsensitive Sprachen genannt. Und er wollte auch bis zum Allgemeinsten, was könnte denn der allgemeinste Grammatikform, also das ist, was wir im Prinzip haben, sind immer mächtigere Grammatikformalismen. Je mächtiger der ist, desto größer natürlich die Sprachklasse, die er beschreibt. Im Sinne eher, was könnte der mächtigste Grammatikformalismus sein, also der noch irgendwie sinnvoll von Menschen formuliert werden könnte oder der überhaupt mathematisch beherrschbar sein könnte. Also die mächtigste Grammatik ist doch irgendwas, was Sie programmieren können, also irgendein Algorithmus. Bei kontextfreien Sprachen ist der Algorithmus ja ganz stark eingeschränkt mit diesen Ersetzungsregeln, hier auf den endlichen Automaten. Chomsky hat die größte, die komplexeste sinnvolle Sprache, ist so ein Erkenner, der einen beliebigen Erkennungsalgorithmus hat. Und das formale Modell des Computers ist die Turing-Maschine, also das ist ein einfaches mathematisches Modell, das alles kann, was ein Computer auch kann, das einen beliebigen, auf dem Computer implementierbaren Algorithmus darstellt. Und die Typ-0-Klasse enthält alle Sprachen, die von irgendeiner Turing-Maschine erkannt werden können, also von irgendeinem Programm. Das ist eine gigantisch große Sprachklasse. Es gibt natürlich auch Sprachen, die nicht dazu gehören, also Mengen von Wörtern, die man nicht durch einen Algorithmus beschreiben kann, aber die sind für uns einfach nicht mehr sinnvoll erfassbar. So. Zwei Bemerkungen, das ist die komplette Chomsky-Hierarchie. Zwei wichtige Bemerkungen dazu. Diese Sprachen sind in dieser Klasse extrem groß, die Sprachen sind kaum noch beherrschbar algorithmisch. Kann man sich vorstellen, wenn der Grammatikformalismus schon volle Algorithmen sind. Und die kontextsensitiven Sprachen, das klingt ja erstmal nach einer sehr moderaten Erweiterung, wenn man eigentlich nur Kontextinformationen hinzunimmt. Es ist aber ein viel größerer Schritt, als man denken würde. Also diese Klasse ist schon extrem mächtig. Das ist nahe dran. Eigentlich ist dieser linear beschränkte Automat entspricht dem realen Computer.
Eine Turing-Maschine ist ein idealisierter Computer, der beliebig viel Speicher hat. Ein linear beschränkter Automat ist ein Computer mit endlich viel Speicher. Und das ist genau das, was eigentlich reale Computer darstellt. Also das enthält schon alle Sprachen, die sich von einem echten Computerprogramm erkennen lassen würden. Das heißt, das ist viel mächtiger als alles, was wir je brauchen können für die Beschreibung natürlicher Sprache. Deswegen haben sie sich auch sehr damit beschäftigt, noch andere Sprachklassen zu finden, die irgendwo zwischen Typ 2 und Typ 1 liegen, sozusagen die zum Beispiel diese Mehrfachwiederholungen oder Copysprachen erkennen können. Habe ich da noch ein Beispiel? Ja, also im Wesentlichen die Mehrfachwiederholungen und Copysprachen, also diese Artstruktur erkennen. Und was sie auch, also wichtig ist zu wissen, die Chomsky-Hierarchie ist nicht abschließend. Es gibt noch andere Klassen dazwischen, die interessant sein können. Sie ist auch nicht die einzige. Sie können nicht jeden Grammatikformalismus irgendwo in der Chomsky-Hierarchie einordnen lassen. Man könnte jetzt denken, der liegt halt irgendwo zwischen irgendwelchen zwei Typen. Aber ein Beispiel sind zum Beispiel die regulären Ausdrücke, die in Python, POSIX-reguläre Ausdrücke oder eine gängige Erweiterung ist das Perl-Format für reguläre Ausdrücke, PCRE oder Perl-Compatible Regular Expressions. Die haben eine Erweiterung drin, die sind mächtiger als reguläre Sprachen. Die haben sogar Sachen drin, die nicht kontextfrei sind, nämlich durch diese Back-References. Der reguläre Ausdruck, kann mir jemand sagen, welche Sprache dieser reguläre Ausdruck matcht, beschreibt? Also was für Wörter akzeptiert der? Also hier vorne, Punkt plus, beliebiges Wort, nenne ich mal W. Und das merkt er sich ja durch die Klammer und die Backreference heißt ja, da muss genau das nochmal kommen, was er sich in dieser ersten Klammer gespeichert hat. Also muss danach nochmal das Wort W kommen und damit habe ich die Copy-Sprache. Das heißt, mit Perl-regulären Ausdrücken kann ich Sprachen beschreiben, die nicht kontextfrei sind. Andererseits kann ich damit immer noch keine vollwertigen Klammerstrukturen beschreiben. Das heißt, ich habe was, was teilweise nicht kontextfrei enthält, aber auch nicht eine Obermenge von kontextfreien ist, das also so die kontextfreien und kontextsensitiven überschneidet. Also das nur als wichtiges Beispiel, weil man sonst immer so auf den Gedanken kommt, alles würde irgendwo in die Chomsky-Hierarchie passen. Die letzten beiden Folien sind so für Ihre Unterlagen vor allem gedacht, damit Sie noch so ein bisschen Informationen zur Chomsky-Hierarchie haben. Also hier nochmal die Übersicht, was für Grammatiken und Automaten. Hierüber hatten wir schon ausführlich gesprochen. Pushdown Automata ist der englische Ausdruck für Kellerautomaten. Das PDA ist, das ist auch ein viel gebräuchlicherer Ausdruck. Kellerautomaten finden Sie in deutschen Texten. Hier sehen Sie, was kontextsensitive Grammatiken sind. Also eine kontextfreie Grammatik ist deswegen kontextfrei, weil die linke Seite ohne Kontext angewendet wird. Links steht ja immer nur ein Nicht-Terminal-Symbol, das durch was beliebigen Term Alpha auf der rechten Seite ersetzt werden kann. Und zwar eben unabhängig davon, wie der Kontext aussieht, wo in einem Terminal steht. Also das war ja im Prinzip so. Ich hatte hier irgendeinen Term und wenn jetzt da ein A steht, dann kann ich das A durch Alpha ersetzen, unabhängig davon, was links oder rechts davon steht. So, bei einer kontextsensitiven Grammatik können diese Regeln jetzt noch durch linken und rechten Kontext eingeschränkt werden. Das ist das, was hier als Beta und Gamma bezeichnet wird, wobei Beta und Gamma beliebige Terme sind. Also das heißt im Wesentlichen, ich darf die Ersetzung nur dann machen, wenn A zwischen Beta und Gamma steht. Darf da noch mehr daneben sein, aber der linke und rechte Kontext wird beschrieben. Das sieht hier ein bisschen wieder so aufgrund der formalen Darstellung erstmal verwirrend aus. Das heißt nur, nehme diesen Teil und ersetze Beta A Gamma durch Beta Alpha Gamma. Was heißt, der Kontext bleibt unverändert und A wird eben durch Alpha ersetzt. Also was diese komische Formtheorie hier meint, ist,
die Ersetzung A zu Alpha kann nur im Kontext zwischen Beta und Gamma vorgenommen werden. Sie sehen, eigentlich klingt es ganz harmlos, aber stellt sich heraus, dass dadurch extrem mächtige Grammatiken entstehen, die im Wesentlichen den Rechenfähigkeiten von einem Computer entsprechen. Also im Prinzip, diese Grammatiken sind Computerprogramme. Hier sehen Sie, man kann die Einschränkungen auch anders formulieren, die Grammatiken dann auch anders formulieren, aber das ist die Form, die in der Kontext sensitiv ist. Und wenn Sie gar keine Einschränkung stellen in Ihre Grammatiken, also einfach einen beliebigen Term Alpha durch einen beliebigen Term Beta ersetzen können, dann kriegen Sie die Rechenfähigkeit von Turing-Maschinen, diese Typ-0-Sprachen. Allerletzte Folie für heute. Das hatte ich am Anfang, als ich über die Theorie formaler Sprachen gesprochen hatte, ich ja schon gesagt, die Theorie interessiert sich einerseits dafür, solche Hierarchien zu erstellen, also nachzuweisen, dass es Sprachen gibt, die nicht regulär sind, dass die kontextfreien Sprachen die Obermenge der regulären Sprachen sind, dadurch eine Hierarchie zu entwickeln. Sie interessiert sich aber auch noch für zwei andere mathematische Eigenschaften, nämlich Entscheidbarkeitseigenschaften, das ist die algorithmische Eigenschaften der Sprachen, und Abgeschlossenheitseigenschaften. Und hier habe ich mal zusammengestellt, welche Eigenschaften für diese verschiedenen Sprachklassen gelten. Also hier haben wir die Typen Typ 3 regulär, Typ 2 kontextfrei, Typ 1 kontextsensitiv und Typ 0 die algorithmischen Sprachen. Sie sehen, also das hier sind Entscheidbarkeit. Kann ich gegeben eine Grammatik und ein Eingabewort W entscheiden, ob das Wort zur Sprache gehört? Und da sehen Sie, das Häkchen heißt immer ja, trifft zu. Bei den regulären Sprachen wissen wir, das sind die endlichen Automaten. Bei den kontextfreien Grammatiken nehmen Sie einen Parser, die wir dann im Sommersemester uns noch ein bisschen ausführlicher anschauen werden. Oder, wie wir gerade gehört haben, Kellerautomaten. Sie können die Grammatik in Kellerautomaten übersetzen und den als Erkenner verwenden. Für kontextsensitive Sprachen gibt es auch noch Methoden, das zu entscheiden. Aber für algorithmische Sprachen können Sie nicht mal mehr entscheiden in endlicher Zeit, ob ein gegebenes Wort zu der Sprache gehört. Das ist, wenn Sie mal darüber nachlesen wollen, das ist das berühmte Halteproblem für Turing-Maschinen, auf das das zurückgeht. Und Sie sehen andere Eigenschaften. Also wenn Sie zum Beispiel hier, das ist die Eigenschaft, ob eine Sprache leer ist. Also wenn Sie eine Grammatik haben, beschreibt die überhaupt irgendein Wort? Beim regulären Ausdruck sieht man es eigentlich sofort. Bei einer kontextfreien Grammatik, da wollen Sie ja sagen, kann ich in der Grammatik irgendeine nicht leere Zeichen oder überhaupt irgendeine Zeichenkette ableiten? Das kann man auch nachweisen. Für kontextsensitive Sprachen ist es schon nicht mehr möglich. Da können Sie nicht entscheiden, wenn Sie die Grammatik sehen, ob die überhaupt ein Wort beschreibt. Das heißt, immer mit dem Algorithmus in endlicher Zeit rausfinden. Und Sie sehen sowas wie Teilmengenprobleme oder Identitätsprobleme. Das heißt, immer gegeben zwei Grammatiken, beschreiben die exakt die gleiche Sprache. Ich hatte Ihnen noch mal gesagt, glaube ich, bei regulären Ausdrücken war ja dieser Umweg über endliche Automaten, damit können wir es zeigen. Wenn der Schnitt der beiden exakt gleich ist zu den einzelnen Sprachen, dann sind es die gleichen Sprachen, mit den Operationen, die wir auf Automaten durchführen können, geht das. Ich hatte Ihnen aber mal gesagt, kontextfreien Grammatiken sehen Sie nicht so auf den ersten Blick an, ob die die gleiche Sprache beschreiben, weil die sehr unterschiedlich strukturiert sein können. Es ist nicht nur der erste Blick, es ist grundsätzlich nicht entscheidbar. Also es gibt keinen Algorithmus, mit dem Sie zwei Grammatiken nehmen und entscheiden, sind die die gleiche Sprache oder nicht. Und hier die Übersicht über Abgeschlossenheitseigenschaften. Also Abgeschlossenheitseigenschaften ist Abgeschlossenheit der Sprachklassen. Gegeben zwei reguläre Sprachen ist die Vereinigungsmenge der beiden Sprachen wieder regulär, lässt sich die durch einen regulären Ausdruck beschreiben. Ist die Schnittmenge regulär? Das haben wir ja schon gesagt, die sind regulär und auch das Komplement der regulären Sprache ist regulär. Hier sehen Sie, dass für kontextfreie Sprachen das nicht gegeben ist, also Vereinigungen und so weiter, ja, das ist Teil des Formalismus, aber der Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen ist eben nicht notwendigerweise selbst wieder kontextfrei. Andererseits, bei kontextsensitiven Sprachen ist auch wieder Abgeschlossenheit da. Also hier heißt es, je weiter man nach oben geht, desto weniger sind diese Eigenschaften in der Entscheidbarkeit vorhanden. Hier kann es auch sein, dass Sie irgendwann die Eigenschaft verlieren, die Abgeschlossenheit, aber die allgemeineren Klassen wieder abgeschlossen sind. Und das hier nur zur Übersicht. Eine letzte Bemerkung.
Man könnte jetzt denken, das ist ja was, was schon ewig lange nachgewiesen wurde. Da haben sich eben in der frühen Zeit der Theorie formale Sprachen mal durchgearbeitet. Aber manche von diesen Beweisen, also solche Nachweise, ob was abgeschlossen ist oder nicht. Also wenn es nicht abgeschlossen ist, reicht ja wieder ein Gegenbeispiel. Aber für eine Abgeschlossenheitseigenschaft muss ich einen formalen Beweis führen, der für allgemein, für jede beliebige Grammatik funktioniert nachher. Und zum Beispiel, dass kontextsensitive Fragen unter Komplement, Sprachen unter Komplementbildung abgeschlossen sind, wurde erst 1987 und 1988 bewiesen. Also da kamen die Paper raus, in denen dieser Nachweis tatsächlich geführt wurde. Und damit bedanke ich mich. Das war jetzt das Letzte, was noch klausurrelevant ist in diesem Semester. Also nächste Woche können wir uns ganz entspannt treffen, ein bisschen über lexikalische Semantik plaudern. Das Semester noch mal so ein bisschen zusammenfassen und dann stehe ich natürlich auch noch für Fragen zur Klausur oder sonstige Fragen zur Verfügung. Dankeschön und bis nächste Woche.